Digital Academy ins Leben gerufen haben. Das soll der erste Startpunkt sein und sozusagen erstmal eine Einführung geben darüber, was wir beim Google News Lab machen, was die DNI, also die Digital News Initiative ist und welche Möglichkeiten es aber natürlich auch für freie Journalisten gibt, die jetzt hoffentlich eingeschaltet haben und zugeschaltet haben. Ich werde erstmal ein bisschen eine Einführung geben und dann auch ein paar der Werkzeuge, Tools vorstellen, die vielleicht einige schon kennen. Aber erstmal vielleicht zu mir. Also ich bin Isa Sonnenfeld, ich leite das Google News Lab für Deutschland, Österreich und die Schweiz seit Oktober 2015. Und wir sind ein internationales Team mit Kollegen in London, Paris, aber natürlich auch in Mountain View, New York und Washington. Und wir haben das Google News Lab gegründet vor ein bisschen mehr als einem Jahr, basierend auf Feedback, das wir von Journalisten auf der ganzen Welt bekommen haben, die natürlich einige der Google-Tools schon für ihre tagtägliche redaktionelle Arbeit nutzen, ob das für Recherche ist, für Storytelling ist oder aber natürlich auch für die Analyse. Und das Feedback war einheitlich, dass es eigentlich keinen Ort gab in der Vergangenheit, über den man sich als Journalist oder an dem man sich als Journalist informieren konnte, wie man diese Tools für die redaktionelle Arbeit und für die Arbeit als Journalist, Redakteur nutzen kann. Und das will ich ein bisschen vorstellen, ein bisschen Inspiration geben und natürlich gerne auch Fragen beantworten. Und wie gesagt, das ist der Startschuss. Wir wollen das fortführen und vor allem bei den nächsten Sessions natürlich auch sehr viel stärker und tiefer in die einzelnen Tools einsteigen. Also heute sozusagen als Einführung. Wie schon angesprochen, das Google News Lab möchte wirklich Innovation an der Schnittstelle von Medien und Technologie fördern. Und wir wollen gemeinsam mit Journalisten, mit Unternehmern, mit Entwicklern darüber nachdenken, wie kann die Zukunft des Journalismus aussehen. Und wir fokussieren uns hier auf drei Bereiche. Der erste Bereich ist der Trainings- und Weiterbildungs- und Entwicklungsbereich. Der zweite ist unser datenjournalistischer Fokus durch Google Trends. Und der dritte Bereich bezieht sich im Prinzip auf Programme, die wir gemeinsam mit Organisationen, mit internationalen Organisationen aufgebaut haben und weiterentwickelt haben, um wirklich Innovationen im Journalismus zu fördern. Und dazu gleich natürlich mehr. Das Google News Lab ist in Europa in die Digital News Initiative eingebunden. Die Digital News Initiative kennen wahrscheinlich viele oder haben zumindest schon davon gehört. Ist eine Initiative zwischen europäischen Verlagen und Google, um wirklich das Ökosystem, das Medienökosystem zu unterstützen, zu fördern und natürlich auch darüber nachzudenken, wie kann Innovation aussehen und wie können wir gemeinsam auf kollaborative Art und Weise hier im Medienökosystem in Europa Innovation fördern. Und die DNI ist auf drei Säulen aufgebaut. Erste Säule ist die Produktentwicklungssäule, dann geht es um Training und Forschung und den Innovationsfonds. Die erste Säule bezieht sich wirklich darauf, dass wir gemeinsam mit Verlagen aus ganz Europa darüber nachdenken wollen, welche Produkte sollten entwickelt werden, welche Produkte sollten weiterentwickelt werden, um einige Herausforderungen im Medienökosystem anzugehen. Und zwei der Produkte, die aus der DNI und aus der Diskussion und aus der Zusammenarbeit entstanden sind, sind einmal AMP, also Accelerated Mobile Pages, die schnellere Lademöglichkeit von mobilen Webseiten ist ein Open-Source-Produkt und ein offenes Framework. Das heißt, hier geht es wirklich darum, den Ladevorgang für das mobile Web zu beschleunigen. Und das zweite Produkt, was aus dieser Kollaboration entstanden ist und weiterentwickelt worden ist, ist der YouTube Embedded Player, den wir gerade mit einigen Verlagen testen und als Pilot aufgesetzt haben. Und das ist ein konstanter Austausch zwischen Google und den Verlagen, um da wirklich zu schauen, wie können wir die Herausforderungen angehen gemeinsam und welche Produkte benötigt es.
Der zweite Bereich ist der Trainings- und Forschungsbereich, den das Google News Lab unterstützt und verantwortet. Dazu natürlich gleich mehr. Und der dritte Bereich ist der Innovationsfonds. Und da komme ich jetzt gleich zu, wobei ich gerne zwischendurch noch ein Projekt erwähnen möchte, beziehungsweise eine Initiative erwähnen möchte. Das ist Project Shield. Bei Project Shield, ohne hier näher ins Detail reinzugehen, und das kann man sich über den Link, der hier angezeigt ist, g.co/shield, natürlich nochmal genauer anschauen. Bei Project Shield geht es darum, Newsseiten vor DDoS-Attacken zu schützen. Und wir haben ein Produkt aufgebaut und ein Framework aufgebaut, das Newsseiten auf der ganzen Welt dabei helfen soll, sich zu schützen. Also wie gesagt, unter g.co/shield gibt es weitere Informationen und das hier sozusagen nur am Rande, weil das natürlich auch ein Thema ist, was viele Verlage und natürlich auch kleinere Newsseiten beschäftigt. Kommen wir zu der zweiten Säule der D&I und natürlich auch zum Hauptpunkt des Google News Labs. Das ist unser Trainingsansatz. Wie gesagt, wir haben von vielen Journalisten auf der ganzen Welt gehört und haben natürlich Feedback eingesammelt, dass sie eigentlich tagtäglich die Produkte, die man so kennt, natürlich auch für die eigene Arbeit nutzen. Also ob das Google Maps ist, ob das Google Trends ist, ob das Fusion Tables ist oder Google Earth. Und wir haben aus dem Newslab heraus eine Seite entwickelt unter g.co/newslab, wo wir im Prinzip alle Produkte einmal zusammengeführt haben und uns aus einer journalistischen Brille angeschaut haben, welche Tutorials, welche Best Practices können wir aufbauen, sodass sich Journalisten über einen einfachen Weg direkt informieren können und lernen können, wie sie diese Tools einsetzen können. Und keine Angst, ich gehe nicht durch alle Tools, sondern ich will nur ein paar herausheben. Aber gerade wenn man sozusagen sich nicht in einen 2-Stunden-Workshop setzen kann oder mal schnell nachschauen möchte, wie funktioniert das nochmal mit der Einbindung von Google Maps, dann kann man auf die g.co/newslab-Seite gehen und sich da die einzelnen Tutorials anschauen. Ich habe ganz kurz den Innovationsfonds angesprochen als dritte Säule der D&I. Wir haben die erste Runde des Innovationsfonds, der 150 Millionen über 3 Jahre umfasst, im Februar abgeschlossen. Hier haben wir 27 Millionen Euro ausgeschüttet auf 128 Projekte und das in 23 Ländern in Europa. Und bei dem Innovationsfonds geht es wirklich darum, Prototypen zu entwickeln, Projekte zu unterstützen, die sich mit den Fragen des Medienökosystems auseinandersetzen. Immer natürlich innovations- und technologiegetrieben. Und die zweite Runde hat am 2. Juni gestartet oder ist gestartet. Das heißt, die Bewerbung läuft hier noch bis zum 11. Juli. Und wer sozusagen an Ideen bastelt, Projekte entwickelt hat, die vielleicht darunter fallen, der kann sich natürlich auf der Digital News Initiative Seite nochmal die Kriterien anschauen und natürlich auch nochmal alle weiteren Informationen zum Innovationsfonds durchlesen. Das also nur an dieser Stelle und zurück zu meinem Bereich und natürlich auch zu unserer Arbeit. Also wie gesagt, unsere Arbeit fokussiert sich auf 3 Bereiche, Training, datenjournalistischer Fokus und Programme. Und wie gesagt, wir haben die Google News Lab Seite aufgebaut. Mittlerweile haben wir 45 Tutorials in 19 Sprachen. Das heißt, wir haben ein Curriculum erstellt, was genau auf Journalisten zugeschnitten ist. Das heißt, wir haben uns die einzelnen Bereiche, Recherche, Berichterstattung, natürlich auch Visualisierung und Verbreitung angeschaut, beziehungsweise auch Optimierung angeschaut. Das heißt, wenn ich auf die Google News Lab Seite gehe, kann ich die einzelnen Bereiche für mich auswählen und dann mir diese Tutorials anschauen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gerade an einer Geschichte arbeite und wissen möchte, wie kann ich nochmal Visualisierung selbst entwickeln mit Google Maps oder mit Google Earth, dann gibt es
mal 5 Minuten lange Tutorials oder auch mal etwas ausführlichere Tutorials, die 20 Minuten dauern. Aber das ist, soll der erste Startpunkt sein für Journalisten und vor allem wahrscheinlich für die, die jetzt zugeschaltet sind, sich über diese Tools und diese Möglichkeiten zu informieren. Und ganz am Anfang sagte ich, dass wir sehr viel Feedback eingesammelt haben und zugehört haben, welche Tools relevant sind für Journalisten. Also das heißt, wenn es hier auch Feedback, Verbesserungsvorschläge gibt, gerne an uns. Wir führen natürlich auch Trainings durch auf der ganzen Welt. Das heißt, unser Google News Lab Team verbringt viel Zeit in Redaktionen, arbeitet mit Redakteuren zusammen, arbeitet mit Journalisten zusammen, um zu zeigen, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich mit Maps hinsichtlich Digital Storytelling. Wir haben mittlerweile fast 17.000 Journalisten persönlich in Trainings getroffen und persönlich mit denen gearbeitet seit 2015. Und wir können das natürlich vor allem am besten machen, wenn wir mit Partnern arbeiten. Und wir haben einige Partner, sowohl in den USA als auch in Deutschland, die uns bei der Weiterbildung helfen. Also das sind zum einen Point on SPJ in den USA und aber das ist auch das Netzwerk Medientrainer hier in Deutschland, mit denen wir seit Anfang des Jahres zusammenarbeiten, um wirklich diese Trainings noch breiter natürlich aufzubauen und noch mehr Journalisten die Möglichkeit zu geben, wirklich sehr tief in die einzelnen Tools einzusteigen. Und das ist natürlich auch der Ansatz, den wir hier verfolgen. Wir wollen mit der Digital Academy natürlich auch für diejenigen, die nicht in Redaktionen sitzen, die Möglichkeit erschaffen, sich darüber zu informieren, wie sie die einzelnen Tools nutzen können. Und heute ist, wie gesagt, die Einführungssession und ich freue mich, wenn wir dann in den nächsten Sessions wirklich sehr tief in die Tools einsteigen können und vor allem auch an praktischen Beispielen, obwohl ich heute ein paar zeigen werde, aber vor allem an praktischen Beispielen uns diese Tools noch näher anschauen können. Google Trends ist der zweite Bereich, auf den ich gleich zu sprechen komme. Das ist natürlich unser datenjournalistischer Fokus und für viele Journalisten ist Google Trends die erste Anlaufstelle, wenn es um Visualisierung und wenn es um Datenvisualisierung geht. Aber dazu gleich mehr. Den dritten Bereich hatte ich auch schon kurz erwähnt. Hier geht es darum, dass wir mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um Programme zu entwickeln, die sich mit Innovationen in der Medienwelt, im Journalismus auseinandersetzen und vor allem die ein kollaboratives Netzwerk entwickeln und weiter ausbauen. Meta ist einer unserer ersten Tech-Partner gewesen, um natürlich auch die unternehmerische Seite zu unterstützen. Das heißt, hier sind wir als Mentor, wir organisieren und co-hosten gemeinsam Events, um wirklich die Verbindung und die Schnittstelle stärker zu entwickeln zwischen Technologie und Medien. Unser zweiter Tech-Partner ist der Next Media Accelerator aus Hamburg, mit dem wir auch seit Anfang des Jahres zusammenarbeiten, um vor allem Hackathons zu organisieren. Das heißt, über 2,5 Tage gemeinsam mit Verlagen wollen wir Journalisten, Entwickler, Designer zusammenbringen, die neue Ideen entwickeln, die neue Produkte entwickeln und die vor allem natürlich über Innovation im Journalismus ganz allgemein nachdenken. Und das Ziel soll am Ende natürlich sein, dass aus diesen Ideen, aus diesen Prototypen, die innerhalb von 2,5 Tagen entwickelt worden sind, natürlich auch fertige Produkte weiterentwickelt werden und weiterentwickelt werden. Das ist auf jeden Fall ein Ansatz, bei dem wir denken, dass er wahnsinnig wichtig ist. Das heißt also, Journalisten, Entwickler, Designer und natürlich auch Unternehmer zusammenzubringen und die einzelnen Perspektiven im Prinzip miteinander zu verbinden. Eine Entwicklung, die wir, glaube ich, alle in den letzten Jahren miterlebt haben, ist die Verbreitung von User-Generated Content und wie Journalisten natürlich auch
besser verstehen müssen, wie sie User-Generated Content verifizieren, wie sie darauf reagieren, wie sie das als Grundlage für ihre Berichterstattung nutzen. Und hier arbeiten wir mit momentan drei Partnern zusammen. Das ist natürlich Storyful, mit denen wir den YouTube Newswire YouTube-Account entwickelt haben, der User-Generated Content verifiziert und über den YouTube-Kanal verbreitet und zur Verfügung stellt. Dann ganz wichtiger Partner ist auch die First Draft Coalition, die in den letzten Jahren unglaublich gute Arbeit geleistet hat in der Frage, wie verifiziert man eigentlich User-Generated Content? Das heißt, welche Fragen muss ich mir als Journalist stellen, wenn ich ein Foto auf Twitter sehe, wenn ich ein Video auf YouTube sehe, und wie komme ich im Prinzip an die Quelle heran? Und dazu gleich mehr, wenn wir tiefer da einsteigen. Achso, hier kommt schon das Slide, was ich eigentlich später zeigen wollte. Und zwar die Artikel, die First Draft oder die First Draft Coalition zur User-Generated Content Berichterstattung in den letzten Monaten veröffentlicht haben. Und wer die First Draft Coalition nicht kennt, der sollte sich auf jeden Fall das Guidebook bzw. das Handbuch zur Verifizierung einmal anschauen, weil da sind sehr gute Tipps und vor allem auch Tipps in einer Breaking News Situation, die man vielleicht in dem Moment besonders braucht. Ein letztes Programm, was wir schon seit einigen Jahren laufen lassen, ist das Google News Lab Fellowship. Und zwar wollen wir natürlich die nächste Generation von Journalisten unterstützen und fördern. Das heißt, das Google News Lab Fellowship wird Fellows, also Absolventen, Young Professionals, die Möglichkeit geben, 8 Wochen in einer Redaktion zu arbeiten, eigene Projekte zu entwickeln und eigene Stories natürlich zu entwickeln. Wir haben mit dem Google News Lab Fellowship in den USA begonnen und sind jetzt mittlerweile auch in UK live. Also das heißt, die Fellows werden diesen Sommer in einige der Redaktionen gehen und dort mitarbeiten. Wir werden das Google News Lab Fellowship auch nach Deutschland, Österreich und die Schweiz bringen. Dazu in den nächsten Wochen auf jeden Fall mehr. Ein ganz wichtiger Teil natürlich auch unserer Arbeit, beziehungsweise der steckt sogar in dem Namen unseres Teams drin, also der Lab-Charakter. Das heißt, Experimentieren steht bei uns an oberster Stelle. Und VR, Virtual Reality, ist momentan das spannendste Experimentierfeld für den Journalismus. Das heißt, hier sprechen wir mit vielen Partnern, wir tauschen uns aus, wir entwickeln Ideen und wir entwickeln vor allem ein Playbook zur Virtual Reality und Storytelling. Das heißt, welche sind die Best Practices als Journalist, die man beachten muss, wenn man über Virtual Reality nachdenkt und wenn man über VR Storytelling nachdenkt. Viele von Ihnen oder von euch kennen wahrscheinlich die 6x9-Geschichte über Einzelhaft vom Guardian. Auch hier ein sehr enger Austausch mit dem Team. Was bedeutet überhaupt VR oder was kann VR für Journalismus bedeuten? Da sind wir am Anfang, aber ein wahnsinnig spannendes Feld, und auch dazu werden wir sicherlich irgendwann eine Session machen, um ein bisschen stärker und tiefer in dieses Thema einzusteigen. Vielleicht stoppe ich hier mal, um vielleicht Fragen zu beantworten, die in den paar Minuten schon aufgekommen sind. Und daher die Frage an Anna-Maria, ob ich schon irgendeine Frage beantworten kann. Nein, es waren keine konkreten Fragen bis jetzt. Nur eine Frage nach den Slides zu dem Webinar. Ich denke, da werden wir aber später auf jeden Fall nochmal eine Zusammenfassung machen. Das machen wir ohnehin nach jedem Webinar auch da nochmal was rumschicken. Ob es nun die Präsentation ist oder eine Linkliste oder so, das ist überhaupt kein Problem. Da wird es auf jeden Fall eine Nachbereitung geben. Genau, eine Linkliste kann ich auf jeden Fall mitschicken, vor allem auch mit einigen Beispielen und mit einigen Demos, die man dann selbst ausprobieren kann und mit denen man selbst arbeiten kann. Das ist ein super Punkt. Alles klar, dann steige ich mal ein bisschen ein in einige der Tools, die wahrscheinlich einige von Ihnen, von euch kennen und auch schon nutzen.
Und das sind natürlich, das sind keine neuen Tools, keine neuen Produkte, aber wir haben uns all diese Produkte mal aus der journalistischen Perspektive angeschaut und überlegt, welche Relevanz haben sie für Journalisten und wie können sie von Journalisten eingesetzt werden. Sowohl für die Recherche als auch für Storytelling und natürlich auch für die Visualisierung von Geschichten. Starten wir mit der Google-Suche, die wahrscheinlich jeder nutzt und wahrscheinlich jeder tagtäglich nutzt. Aber es gibt natürlich ein paar Kniffe und Tipps, wie ich die Google-Suche gerade für die Recherche noch besser nutzen kann. Und ich will nur zwei eigentlich zeigen, weil wir wahrscheinlich im nächsten Seminar dann vor allem auch in die Google-Suche, die erweiterte Google-Suche und die Bildersuche einsteigen werden, um da nochmal sehr viel stärker auch mit der Google-Suche zu recherchieren. Also nur ein paar Beispiele, wie ich die Google-Suche eigentlich verfeinern kann und sehr schnell an die relevanten Nachrichten bzw. Informationen kommen kann, die ich für meine Berichterstattung oder für meine Recherche brauche. Für die, die das noch nicht kennen, es gibt eine erweiterte Suche, Maske. Das heißt, die Verfeinerung der Google-Suche funktioniert über Suchoperatoren. Die muss ich mir nicht alle merken. Ich könnte mir natürlich auch eine Liste zusammenstellen, all der Suchoperatoren, die für mich relevant sind. Aber es gibt eine Maske, die ich mir als Bookmark speichern würde. Das heißt, jedes Mal, wenn ich die Google-Suche für die Recherche nutze, würde ich über diese Maske gehen, um viel schneller an meine relevanten Inhalte zu kommen. Und wenn ich nach erweiterter Suche suche, dann kann ich mir diese Maske im Prinzip speichern. Ich kann aber natürlich auch mit Suchoperatoren arbeiten. Das heißt, hier zwei Beispiele, wie ich die Google-Suche verfeinern kann. Also ich kann zum einen bestimmte Seiten durchsuchen. Das heißt, ich kann hier in dem Fall die Bundesregierungsseite durchsuchen nach dem Schlüsselwort Flüchtlingskrise. Und so kann ich relativ schnell, und das nicht nur bei Seiten wie jetzt bundesregierung.de, sondern natürlich auch Nachrichtenseiten, hier komme ich sehr schnell an die relevanten Informationen oder die relevanten Artikel, die ich vielleicht auch schnell benötige. Und dann, wenn ich den ersten Schritt der Verfeinerung gemacht habe, das heißt eine Seite nach einem Begriff durchsucht habe, kann ich diese Seite nach dem speziellen Begriff natürlich auch nochmal verfeinern, indem ich nach bestimmten Dateiformaten suche. Hier in dem Fall PDF. Das heißt, ich durchsuche die Bundesregierungsseite nach dem Wort Flüchtlingskrise und möchte aber entweder Pressemitteilungen oder bestimmte Study Papers zu dem Thema Flüchtlingskrise finden. Über die Suchmaske, über die erweiterte Suchmaske, kann ich dann natürlich auch noch den Zeitraum eingrenzen. Wie gesagt, in dem Slide hier oder in der Ansicht, wenn ich hier die Worte eingeben würde, dann kann ich das natürlich auch noch einmal weiter runterbrechen. Ich kann aber natürlich auch Worte aus meiner Suche ausschließen. Das heißt, ich habe jetzt hier mal zwei Worte miteinander verbunden, Einfluss und Flüchtlingskrise, und ich möchte aber das Wort Wirtschaft oder den Begriff Wirtschaft aus dieser Suche ausgrenzen. Das heißt, ich setze im Prinzip einfach nur ein Minus vor das Wort Wirtschaft. Und hier kann ich mehrere Worte hintereinander setzen, um diese aus der Suche auszugrenzen und somit mein Suchergebnis zu verfeinern. Und um schneller natürlich an die relevanten Informationen ranzukommen. Wer sozusagen sehr tief einsteigen möchte in die Google-Suche, dem kann ich Power Search with Google empfehlen. Das sind zwei Tutorials, die ich glaube eine Stunde dauern und vor allem aus etwas, würde ich sagen, akademischer Perspektive sich auch mit der Google-Suche beschäftigen. Das heißt, wer die Google-Suche wirklich für etwas tiefgründigere Recherche nutzt, dem kann ich dieses Tutorial in jedem Fall empfehlen. Und das findet man unter der URL powersearchingwithgoogle.com. Wir haben aber natürlich auch, das hatte ich am Anfang erwähnt, wir haben für jedes Tool und für jedes Tool
für jede Verfeinerung natürlich auch die Tutorials auf der Google News Lab Seite. Und da gibt es mehrere Tutorials zur Recherche. Also zum einen natürlich die erweiterte Suche, die umgekehrte Bildersuche, auf die komme ich gleich zu sprechen. Aber das sollte für Sie, für euch, die Quelle sein, um sich zu informieren und um diese Tutorials noch einmal durchzugehen. Und wie man sieht, einige dauern wirklich nur 7 Minuten oder 6 Minuten. Das heißt, sehr schnell und sehr effizient kann man sich hier nochmal weiterbilden. Eine weitere Recherchemöglichkeit bzw. ein weiteres Recherchetool, was sehr häufig genutzt wird, ist Google Scholar. Und Google Scholar ist im Prinzip eine Sammlung von wissenschaftlichen Texten und auch rechtlichen Texten, sodass ich im Prinzip da nach bestimmten Begriffen oder bestimmte Begriffe eingeben kann und mir so wissenschaftliche Texte zur Verfügung gestellt werden. Was ich gemacht habe persönlich, ich habe mir Alerts und Notifications eingestellt, das heißt, jedes Mal, wenn ein neuer Artikel oder ein neuer wissenschaftlicher Text zu einem bestimmten Thema, was für mich relevant ist, wenn der veröffentlicht wird, bekomme ich im Prinzip eine E-Mail-Benachrichtigung. Und so brauche ich nicht natürlich immer wieder in Google Scholar mich einzuloggen bzw. auf die Google Scholar-Seite zu gehen, sondern bekomme das direkt in meine Inbox. Eine weitere Recherchequelle, vor allem aber auch Visualisierungsquelle, ist der Google Public Data Explorer. Für die, die den Public Data Explorer nicht kennen, er greift zurück auf bereits natürlich veröffentlicht oder öffentlich verfügbare Datenquellen, wie zum Beispiel von der Weltbank Eurostat oder dem Destatis oder dem Asian Development Bank. Also mehrere Datenquellen, auf die man hier zugreifen kann und selbstständig Visualisierungen entwickeln kann. Also hier ging es um das Thema Breitbandausbau und Verbreitung in Europa. Diese Grafik kann ich selbst erstellen und die greift auf Daten von Eurostat zurück. Das heißt, aktuellste Daten, in dem Fall hier sind das Daten zwar von 2015, aber wenn ich auf den Public Data Explorer jetzt gehe, da habe ich auch Daten aus dem Mai 2016. Und so kann ich mir eigene Statistiken bzw. eigene Grafiken erstellen. Ich kann aber natürlich auch über den Public Data Explorer interaktive Karten und Maps erstellen, die ich, und das sieht man oben in der rechten Ecke, als HTML-Code bekomme bzw. als Embed-Code bekomme und in meine Webseite einbinden kann. Also das heißt, eine weitere Möglichkeit, bestimmte Datensets zu personalisieren und selbst aufzubauen und selbst aufzubereiten und sie dann natürlich in die eigenen Artikel und in die eigene Berichterstattung einzubinden. Kommen wir ganz kurz noch zur erweiterten Bildersuche. Auch hier gibt es eine Suchmaske, die ich mir als Bookmark speichern sollte, um auch hier nicht unbedingt mir alle Suchoperatoren merken zu müssen. Und für diejenigen, die natürlich die Bildersuche wahrscheinlich tagtäglich nutzen, gibt es ein paar Tricks vielleicht, die noch nicht bekannt sind. Aber ich will natürlich erstmal natürlich auch die Möglichkeit zeigen, wie ich die Bildersuche auch direkt aus der Suchmaske nutzen kann. Das heißt, wenn ich in dem Beispiel Paris eingeben würde, habe ich auf der Seite weitere Suchwerkzeuge bzw. weitere Suchoptionen. Und hier kann ich die Farbe einstellen. Ich kann natürlich nach unterschiedlichen Größen suchen der Fotos. Ich kann natürlich den Zeitraum definieren und runterbrechen. Und ich kann natürlich auch danach schauen, wie sind die Fotos, welches Label haben die Fotos? Kann ich diese Fotos weiterverwenden, beziehungsweise mit welcher Lizenz kann ich diese Fotos weiterverwenden? Also das kann ich bereits aus der ganz normalen Bildersuche machen. Wenn ich jetzt aber über Twitter zum Beispiel so ein tolles Foto finde, und dieses Beispiel ist vielleicht schon ein bisschen älter, aber finde ich sehr, sehr eindrucksvoll. Wenn ich über Twitter so ein Foto finde, mit der Überschrift, dass einige Menschen in Chicago kein wirklich, oder es ist nicht mehr notwendig, dass es Parkschilder gibt, weil einige Menschen bis zum Frühling gar nicht mehr die Möglichkeit haben, umzuparken. Tolles Foto, tolle Geschichte, könnte ich natürlich sofort aufgreifen, indem ich den ganzen Tweet einbinde, aber
Ist es natürlich auch immer wichtig, erstmal herauszufinden, ist dieses Foto wirklich da entstanden und ist es zu dem Zeitpunkt entstanden. Also dieser Tweet stammt aus 2014 und handelt es sich wirklich um Chicago. Und wenn ich jetzt über die Google-Bildersuche die umgekehrte Bildersuche nutze, das heißt, entweder eine URL eingebe oder das Foto, was ich aus dem Tweet habe, hier über die umgekehrte Bildersuche hochlade, dann wird mir angezeigt, dass das Foto nicht aus 2014 stammt und auch nicht aus Chicago und auch nicht in Chicago aufgenommen ist, sondern 2005 in der Schweiz aufgenommen worden ist, weil ich in dieser oder mithilfe der umgekehrten Bildersuche ähnliche Fotos finde, die genau diesen Ausschnitt hier zeigen, also vor allem das Foto auf der rechten Seite zeigen und mir deutlich machen, dass ich hier über den Weg der umgekehrten Bildersuche sehr schnell Fotos verifizieren kann. Natürlich muss ich mir dann immer noch angucken, woher kommt das Originalfoto, von wem ist das Originalfoto aufgenommen worden. Aber die umgekehrte Bildersuche gibt mir im Prinzip eine schnelle Möglichkeit, da bestimmte Inhalte und vor allem User-Generated Content zu verifizieren. Auch hierzu ein Tutorial, wer sich damit jetzt nach dieser Session nochmal auseinandersetzen möchte und nochmal auch ausprobieren möchte, wie die umgekehrte Bildersuche geht. Auch hier nochmal der Hinweis zu First Draft und dem Guidebook bzw. dem Handbuch für Verifizierungsmöglichkeiten unter der First Draft News-Seite findet sie sozusagen die unterschiedlichsten Hinweise und Tutorials, wie man Tools nutzen kann, um User-Generated Content zu verifizieren. Kommen wir zu Google Trends. Und Google Trends ist unser datenjournalistischer Fokus im Google News Lab. Wir haben Google Trends vor knapp einem Jahr relativ stark umgestellt und umgebaut. Und das zeige ich gleich. Und wer Google Trends noch nicht kennt und die Seite noch nicht kennt, kann natürlich unter google.com/trends sich ein bisschen erstmal durchklicken und sich anschauen, wie Google Trends überhaupt aufgebaut ist. Für viele Datenjournalisten bzw. für viele Journalisten ist Google Trends die erste Anlaufstelle, wenn es um die Visualisierung geht und wenn es natürlich auch um Data-Driven Storytelling geht. Wir haben Google Trends, wie gesagt, vor einem Jahr, knapp einem Jahr umgestellt, denn wenn ich vor dem Sommer 2015 Sepp Blatter, viele kennen Sepp Blatter, glaube ich noch, Sepp Blatter eingegeben hätte, dann hätte ich diesen Graphen bekommen, der natürlich in diesem Moment nicht wirklich aussagekräftig ist. Und aus dem Grund, dass Google Trends vor dem Sommer 2015 nicht Echtzeit war. Das heißt, ich konnte da nicht in Echtzeit auf Suchinteresse zurückgreifen bzw. mir anschauen, welcher Begriff gerade wie stark gesucht wird und wie sich das Suchinteresse verhält über einen bestimmten Zeitraum. Wenn ich mir jetzt Google Trends anschaue, dann sieht die Grafik so aus, das heißt wie eine EKG-Grafik, wo ich im Prinzip die Hoch- und Tiefpunkte vor allem im Suchinteresse sehen kann und ablesen kann. Wer die Google Trends Seite und vor allem die Explore oder Entdecken Seite nicht kennt, der kann das jetzt mal tun unter google.com/trends. Und wenn man dann auf der rechten Seite noch den Filter angibt und auf Deutschland klickt, dann sieht man in der oberen Zeile im jetzigen Moment drei Themen. Drei Themen, die sozusagen herausgestellt sind und wo unser Google Trends Team einige Daten zur Verfügung stellt, die Journalisten dann einbinden können, daraus Geschichten entwickeln können und vor allem sich natürlich auch in Echtzeit anschauen können, wie entwickelt sich überhaupt ein Thema. Was wir unten sehen, sind die Trending Stories. Das ist sozusagen in Echtzeit. Das heißt, wenn ich da länger jetzt drauf schauen würde, würde ich in Echtzeit sehen, welche Stories entwickeln sich sozusagen basierend auf der Google-Suche.
Aber ich kann natürlich auch Google Trends auf der Google Trends Seite selbst nutzen für Visualisierung und für natürlich die Recherche. Hier, ich habe ein ganz einfaches Beispiel genommen, um einfach mal Großstädte miteinander zu vergleichen und habe mir die weltweite Suche angeschaut für Paris, Berlin, London, Tokio und Kapstadt und habe mir in dem Fall die letzten 90 Tage angeschaut. Und ich würde jedem empfehlen, jetzt einfach vielleicht nach der Session mit dem Google Trends Tool einmal zu experimentieren und bestimmte Begriffe miteinander zu vergleichen. Die letzten Tage waren ja relativ spannend aus unterschiedlichen Perspektiven, aus der politischen Perspektive, aber natürlich auch aus der sportlichen Perspektive. Das heißt, wenn man hier sich einmal ausprobieren und einmal experimentiert, dann sieht man nicht nur die Grafik, das heißt Interest over Time, also das Suchinteresse über einen bestimmten Zeitraum, sondern wenn ich runterscrollen würde, sieht man in dem Screenshot jetzt natürlich nicht, sehe ich auch das regionale Interesse. Das heißt, wer sucht eigentlich, wo wird am meisten nach Berlin gesucht oder wo wird am meisten nach London gesucht. Das heißt, die Google Trends-Seite ist die erste, kann die erste Anlaufstelle sein für euch, für Sie zum Ausprobieren und um eigene Grafiken und um eigene Vergleiche auch aufzustellen. Und dann haben wir aber natürlich auch noch den Google Trends Twitter-Account, über den das Google Trends-Team in regelmäßigen Abständen, und das kann man sich jetzt natürlich auch parallel anschauen, in regelmäßigen Abständen aktuellste Suchinteresse-Anfragen aufzeigt und visualisiert. Und zum anderen, vielleicht für diejenigen, die ein bisschen stärker schon mit Daten umgehen, gibt es die Google Trends GitHub-Seite, auf der wir in regelmäßigen Abständen sozusagen die rohen Datensets hochladen und veröffentlichen, sodass, wenn ich jetzt die Grafiken, die ich über die Google Trends-Seite zur Verfügung gestellt bekomme, vielleicht nicht unbedingt nutzen möchte, sondern meine eigenen Grafiken entwickeln möchte und erstellen möchte, und das sehen wir mehr und mehr, dann ist die GitHub-Seite sozusagen die richtige Anlaufstelle hier. Wir versuchen das in regelmäßigen Abständen natürlich zu aktualisieren und vor allem natürlich auch global und international zu aktualisieren. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, uns direkt anzusprechen. Das heißt, unser Team anzusprechen bei bestimmten Fragen, bei bestimmtem Interesse nach Google Trends bzw. nach dem Suchinteresse zu bestimmten Themen. Und wie und wo, das zeige ich am Ende, aber das sei nur mal an der Stelle erwähnt. Seit natürlich den letzten Wochen haben wir uns verstärkt angeschaut, welche Fragen stellen die Menschen in ganz Europa zum Thema Brexit bzw. zum EU-Referendum. Und das ist eine interaktive Karte, die wir vor der Entscheidung am Freitag entwickelt haben, wo wir uns angeschaut haben, welche Fragen werden eigentlich in den unterschiedlichen Ländern in Europa gestellt. Und auch diese Grafik kann man jetzt noch auf der Google Trends Seite für Deutschland oder für auch UK sehen. Und wir machen gerade oder wir arbeiten gerade an der Aktualisierung, um zu schauen, welche Fragen wurden eigentlich nach der Entscheidung vom Freitag gestellt. Das heißt, auch hier eine Möglichkeit, diese Karte zum einen für die Recherche zu nutzen, aber zum anderen natürlich auch selbst dann einzubinden. Und ich würde da an der Stelle auf den Twitter-Account hinweisen. Das heißt, wir werden uns natürlich genau diese Fragen jetzt seit Freitag anschauen und über den Twitter-Account veröffentlichen. Was viele wahrscheinlich auch am Freitag gesehen haben und mitbekommen haben, war sozusagen das wahnsinnig ansteigende Suchinteresse nach nach dem irischen Pass. Also das heißt, das Interesse in England bzw. in Großbritannien nach einem irischen Pass ist exponentiell nach oben gestiegen. Und das konnte man, wie man hier sieht, an dem Google Trends Tool erkennen. Also das heißt, auch als Journalist, ihr könntet über das Google Trends Tool da bestimmte Begriffe eingeben und sehen, wie entwickelt sich ein Suchbegriff über einen bestimmten Zeitraum. Und das haben wir an dem Freitag gesehen und natürlich dann auch über den Twitter-Account verbreitet bzw. veröffentlicht. Aber
ihr könnt das natürlich auch selbst über das Google Trends Tool machen. Wir haben uns jetzt auch, das waren die 2 Tage nach dem Referendum, wir haben uns angeschaut, wer sind die meistgesuchten Personen im Rahmen des EU-Referendums bzw. zum Brexit. Queen Elizabeth war überraschenderweise auf Platz 1 und auch das ist sozusagen etwas, was natürlich für die Recherchegrundlage ganz interessant ist, um zu gucken, welche Personen werden eigentlich in dem Zusammenhang am meisten gesucht. Was wir uns auch angeschaut haben, waren die meistgestellten Fragen zum Artikel 50 des Lissabonner Vertrages. Also was ist der Artikel 50? Und das sind Fragen in Belgien gewesen. Wer hat den Artikel 50 geschrieben? Also auch hier eine interessante Grundlage für vielleicht die Beantwortung der Fragen aus journalistischer Perspektive. Aber natürlich auch gibt es den Eindruck darüber, woran die Menschen interessiert sind. Kommen wir natürlich auch zum Fußball, den wir auch über die Google Trends Seite widerspiegeln und natürlich basierend auf dem starken Suchinteresse und nach den Anfragen, ob das zu Spielern ist oder zu Teams. Und wir haben auf der Google Trends Seite, das heißt, wenn ich jetzt auf die, ich muss einmal meinen Laptop anstellen, merke ich gerade. So. Wenn ich jetzt auf die Google Trends Seite, die deutsche Google Trends Seite gehe und da dann auf die Europameisterschaft klicke, dann bekomme ich im Prinzip eine Art Feature Page angezeigt, auf der wir mehrere und aus unterschiedlichen Perspektiven mehrere Google Trends Ergebnisse aufzeigen. Und wenn man eine dieser Karten sich anschaut und auf diese drei Punkte klickt, die man vielleicht auch hier in einem der Screenshots sieht, kann ich diese Karten direkt integrieren, beziehungsweise als HTML, als Embed-Code direkt auch in meine Seite integrieren. Vielleicht ganz lustig, wir haben uns vor der Europameisterschaft die meistgestellten Fragen zum Fußball seit 2004 angeschaut. Und auch das sind natürlich im ersten Moment eher generelle Fragen oder banale Fragen, aber eigentlich eine schöne Grundlage, um daraus eine Geschichte zu machen. Also wer hat den Fußball erfunden oder wer ist der beste Fußballspieler der Welt momentan? Und auch das ist natürlich basiert auf dem Suchinteresse und das war jetzt für Deutschland seit 2004. Und wenn man sich auf die Euro vorbereitet, bereitet man sich natürlich auch mit Fanartikeln vor. Das war eine Suchabfrage vor der Euro 2016, wo wir geschaut haben, welche sind eigentlich die meistgesuchten Fanartikel. Was mich am meisten überrascht hat, war eigentlich Nummer 6, Nudeln. Ich war nicht darüber informiert, dass es auch Nudeln anscheinend in Deutschland Farben gab oder gibt. Aber auch das eine etwas lustigere Herangehensweise an Google Trends und was man mit Google Trends analysieren kann. Wir haben uns auch angeschaut, welches sind die meistgesuchten Teams der letzten 24 Stunden. Und das ist, wie gesagt, von heute Morgen um 9.35 Uhr. Und wer das Spiel gestern mitverfolgt hat zwischen Island und England, den wundert es wahrscheinlich nicht, dass Island hier auf Platz 2 steht der meistgesuchten Teams in Deutschland in den letzten 24 Stunden. Und natürlich auch Italien auf Platz 3. Vielleicht ganz kurz noch an der Stelle, wir haben die Google Trends Seite für die Euro 2016 so aufgebaut, dass wir immer aktuellste und Echtzeitdaten dort zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn man jetzt auf die Google Trends Seite gehen würde, findet man ganz oben genau diese Liste der meistgesuchten Spieler in den letzten 24 Stunden in Deutschland. Und das sind nicht nur 5 Spieler, sondern ich glaube, wir haben 11 Spieler aufgezeigt. Und das wird jeden Morgen aktualisiert. Das heißt, die Google Trends Seite zur Euro 2016 kann auch ein Informationshub sein für Journalisten, für Sie, für euch, um da zu sehen, welcher Spieler wird am meisten gesucht, welches Team wird am meisten gesucht, oder welche Fragen werden am meisten gestellt
zu den Teams, zu den Spielern oder vielleicht ganz generell zu Euro 2016. Was wir uns heute, und da sehe ich, dass der Screenshot vielleicht etwas, etwas unscharf ist, was wir uns heute angeschaut haben, sind die meistgesuchten Teams, die im Viertelfinale stehen. Und wir nennen so eine Grafik oder so eine Visualisierung Horse Race, weil es aussieht wie ein Pferderennen. Und wenn man ein bisschen darauf achtet, sieht man am Ende, dass Island an dem bestimmten Punkt, nämlich gestern nach dem Spiel, in dem Suchinteresse ganz stark nach oben schnellt. Und jetzt, glaube ich, entweder auf Platz 1 oder auf Platz 2 steht. Ich meine auf Platz 1. Das wird man, ja, genau, auf Platz 1. Und auch das haben wir, glaube ich, gerade vor einer halben Stunde rausgetwittert und zeigt an, wie Echtzeit natürlich auch sich das Suchinteresse an den Events und an den Geschehnissen orientiert. Etwas, was ich auch einstellen kann über die Google Trends Seite, sind Google Trends Alerts. In dem Fall kann ich mir in meine Inbox im Prinzip Alerts schicken lassen zu den Themenbereichen oder zu auch den einzelnen, ja, zu den Themenbereichen, die mich interessieren, und bekomme dann im Prinzip Google Trends angezeigt, die jetzt momentan oder Begriffe, die jetzt momentan trending sind, beziehungsweise exponentiell stark gesucht werden. Alles Weitere, vor allem zu den Trends-Tutorials, wie gesagt, unter g.co/newslab. Und auch da haben wir unter Data bzw. Trends auch Best Practices angezeigt, also oder aufgezeigt von Partnern, die bereits mit Google Trends gearbeitet haben oder die Google Trends für ihre eigenen Visualisierungsgeschichten nutzen. Isa, ich würde hier einmal ganz kurz zwischengehen, weil da zwei Fragen waren. Ich glaube, das wäre ganz wär sinnvoll, wenn wir die jetzt mal stellen, weil das ja schon ein sehr spezielles Thema auch ist mit den Trends. Und zwar fragt Hector Hagkötter, wenn wir über Trends bei Google reden, wie werden diese Trends ja nur in relativer Größe angegeben? Gibt es eine Möglichkeit, die Daten nachzuvollziehen? Beispielsweise heißt ein exponentieller Anstieg natürlich ein erhöhtes Interesse, aber ja nicht gleichzeitig, dass tausende Menschen plötzlich danach suchen. Genau, also wir Google Trends analysieren oder wir analysieren mit Google Trends einen Anteil der weltweiten Google-Suche. Das heißt, die Google Trends-Ergebnisse, die angezeigt werden, stehen in Relation zu der Gesamtzahl der Google-Suche weltweit. Und um das zusammenzufassen und natürlich auch vergleichbar zu machen, haben wir einen Index eingeführt, also einen Index von 0 bis 100, um im Prinzip da auch die Vergleichbarkeit möglich zu machen. Die Zahlen, die man auf dem Graphen sieht, reflektieren nicht das komplette Suchvolumen, sondern sind im Prinzip nur relativ zur Gesamtzahl der oder zum Gesamtvolumen der Suche über einen bestimmten Zeitraum. Was wir tun mit Google Trends, wir normalisieren Google Trends. Das heißt, wir nutzen diese Indexierung von 0 bis 100 und 100 ist im Prinzip der höchste Index über einen bestimmten Zeitraum für ein bestimmtes Thema. Und warum wir die Daten normalisieren bzw. den Index nutzen, ist zum einen natürlich, um bestimmte Suchbegriffe miteinander zu vergleichen, nicht nur über einen bestimmten Zeitraum, sondern natürlich auch regional. Und das sieht man, wenn man sich diese Grafiken da anschaut auf der Google Trends Seite, das sieht man dann an der Indexierung bzw. auch an den Zahlen, die angegeben werden von 0 bis 100. Das war, glaube ich, die zweite Hälfte der Frage. Kannst du die noch einmal wiederholen? Ja, das wird ja schon, geht sehr ins Detail. So beispielsweise heißt ein exponentieller Anstieg natürlich ein erhöhtes Interesse, aber ja nicht, dass tausende Menschen plötzlich danach suchen. Der Zuwachs von 2 zu 4 wäre ja auch exponentiell. Oder auch, gibt es die Möglichkeit, hier direkt Daten aus AdWords einzubeziehen?
fragt Tom Das, Neuberg, ja. ja. Das sind zwei unterschiedliche, also AdWords und Google Trends sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten im Prinzip auf das Suchinteresse, das Suchvolumen zu schauen. Aber ich kann das gerne gleich nochmal, wenn wir sozusagen, dann kann ich ein bisschen ausführlicher auch darauf antworten, weil ansonsten, ich gucke gerade auf die Zeit, ansonsten sind wir, glaube ich, mit der Zeit relativ knapp bemessen. Aber ich habe diese Frage notiert und würde die Frage gleich am Ende nochmal beantworten. Oder natürlich auch in der Nachfolge, wenn wir wenn wir die Materialien in die Runde schicken. Aber ich habe die Frage notiert und würde die gleich nochmal ausführlich beantworten. Das ist sehr gut. Okay, dann gehen wir weiter. Ja. Genau. Vielleicht dann letzten Punkt sozusagen. Ich hatte ja gesagt, das ist sozusagen der Einstieg und ein bisschen auch so ein bisschen die Vorstellung einiger Tools, die relevant sein können für Journalisten. Und da spielen Google Maps und Google Earth natürlich eine wichtige und spannende Rolle. Wir wissen, dass Visualisierung und dass Grafiken immer stärker genutzt werden und auch immer relevanter werden, vor allem für die Leser, um besser zu verstehen, was versteckt sich oder was verbirgt sich eigentlich hinter der Geschichte und wie kann man das visuell simpel, aber dennoch sehr, sehr eindrucksvoll darstellen. Und Google Maps gibt mir natürlich, vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt zurück, Google Maps gibt mir zum einen die Möglichkeit, Karten, das hat wahrscheinlich schon jeder gemacht, Karten direkt einzubinden, beziehungsweise auch mit Karten Geschichten zu erzählen, die sehr simpel sein können. Und um das zu tun, muss ich kein Entwickler sein oder ich muss kein Grafiker sein, sondern es gibt unterschiedliche Tools, die mir das ermöglichen. Und ein Tool davon, das ist das Beispiel, was wahrscheinlich jeder kennt, wenn er einen Ausschnitt einer Karte einbinden möchte. Ein Tool, was mir sozusagen die Möglichkeit gibt, Maps zu personalisieren und auch ein bisschen anzupassen an mein Design, an meine Story, ist MyMaps. Und MyMaps ist ein kostenloses Tool, was ich über meinen Google-Account nutzen kann. Und ich kann mit diesem Tool nicht nur Datensets in eine Karte umwandeln, sondern vor allem auch Karten, also ja, basierend auf der MyMaps, auf der Maps-Technologie Karten personalisieren und mit unterschiedlichen grafischen Elementen weiterentwickeln. Und ich möchte hier mal ein Beispiel zeigen von der BBC, die im Rahmen der Hitzewelle in Großbritannien, ich glaube, das war letztes Jahr, MyMaps genutzt haben, um zum einen User über Twitter, Facebook, Instagram anzuschreiben und sie darum zu bitten, Fotos, Videomaterial und Kommentare zu schicken. Das heißt, wo ist es am heißesten, wo ist gerade Donner und Blitz, um diese Karte zu entwickeln und daraus eine schöne interaktive User-Generated Content-Geschichte zu machen. Und wie Sie das getan haben, sehr simpel über MyMaps. Das heißt, ich erstelle eine Karte über MyMaps und kann diese Elemente direkt entweder über eine Datenbank hochladen oder auch natürlich direkt manuell integrieren. Und dann im zweiten Schritt die Darstellungsweise und das Design natürlich noch verändern. Und auch hier werden wir in der nahen Zukunft eine Session machen, das heißt sehr viel tiefer in das Tool reingehen. Und ich will das nur an dieser Stelle einmal kurz erwähnen, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen oder auch noch nicht ausprobiert haben. Ein weiteres Beispiel hier von der Huffington Post, das war während der Weltmeisterschaft, die MyMaps genutzt haben, um aufzuzeigen, wo kann ich eigentlich, wenn ich für das deutsche Team bin, für das spanische Team bin, wo kann ich eigentlich am besten in welcher Bar die Weltmeisterschaft anschauen? Eine ganz simple Geschichte, aber sehr einfach durch MyMaps entwickelt. Die Grafiken oder die kleinen Icons, die man hier in der Karte sieht, die Huffington Post selbst designt, sodass ich im Prinzip bei MyMap eine sehr gute Möglichkeit habe, ja, schnell Geschichten zu entwickeln und schnell visuelle Geschichten zu entwickeln.
MyMaps, wie gesagt, kann ich über den Google Drive, über Google Drive zugreifen und entweder basierend auf einem Datenset, was ich habe, was ich zusammengestellt habe, oder wie gesagt, direkt manuell in dem in der MyMaps-Karte. Ich habe mir jetzt mal ein Beispiel rausgegriffen, was ich in der Vergangenheit einmal erstellt habe, um zu schauen, welches sind eigentlich die größten Fußballstadien in Deutschland. Und was ich getan habe, ich habe einen Wikipedia-Beitrag als Basis genommen, der mir glücklicherweise schon eine Liste der 20 größten oder 100 größten Fußballstadien in dem Fall zur Verfügung gestellt habe. Ich habe das übertragen in eine Excel-Datei und habe diese Excel-Liste als Datengrundlage in MyMaps hochgeladen. Und MyMaps hat mir dann im Prinzip diese einzelnen Punkte ausgespielt. Und was ich für diese einzelnen Punkte machen kann, ist nicht nur den Icon und das Design ändern, sondern natürlich auch zusätzliche Informationen für jeden einzelnen Punkt integrieren. Das heißt, Fotos integrieren, weitere Informationen, das heißt Links oder zusätzliche Videos etc. In diese Punkte, die auf meiner Karte markiert sind, integrieren. Und diese Karte, wie gesagt, interaktiv, kann ich natürlich dann ganz einfach über einen HTML-Code in meine Seite integrieren. Ganz wichtig ist hier, ich kann vor allem auch bestimmte Bereiche markieren. Also ich kann sozusagen, wenn ich das Dreieck zwischen Hamburg, Hannover und Berlin vielleicht markieren würde, ich habe wahnsinnig viele Möglichkeiten, MyMaps noch anders zu gestalten und vor allem für mich selbst zu gestalten. Es gibt, und das schicke ich natürlich auch gerne in die Runde, für die, die zugeschaltet haben, es gibt mehrere Demos, die wir aufgebaut haben für MyMaps. Das heißt, um das mal auszutesten und vor allem zu probieren für die eigene Recherche, aber natürlich auch für Geschichten, die man vielleicht im Kopf hat. Eine Geschichte, die ich ganz lustig fand im Rahmen der Europameisterschaft, ein belgischer Nachrichtensender hat eine MyMaps-Karte erstellt von Brüssel nach Paris, um aufzuzeigen, auf welcher Strecke kann ich die besten belgischen Pommes essen. Ganz simple Idee, aber sehr effektiv für die Fußballfans, die auf der Reise von Brüssel nach Paris sind. Und das sind natürlich, kann jede Geschichte sein, die man sich da überlegen kann. Kommen wir zum letzten Punkt und Google Earth Pro, da bin ich mir sicher, dass sehr viele Google Earth Pro schon genutzt haben bzw. ausprobiert haben, zumindest an ihr eigenes Zuhause geflogen sind oder an den nächsten Urlaubsort geflogen sind, um zu schauen, wie sieht es dort eigentlich aus und möchte ich da überhaupt hinreisen. Aber Google Earth Pro hat sich vor allem auch für das Storytelling als sehr gutes Tool entwickelt, um zum einen natürlich auch dem Leser und dem User eine Perspektive, eine örtliche Orientierung zu geben, aber vor allem auch als Recherche-Werkzeug. Das heißt, in Breaking News-Situationen, wo ich vielleicht auf die Schnelle kein direktes Bildmaterial habe, kann ich über Google Earth Pro zumindest aus der Vogelperspektive Satellitenbilder mir zunutze machen und da eine Einschätzung schon mal geben. Google Earth Pro, wie gesagt, basiert auf unterschiedlichem Bildmaterial, 3D-Satellitenbilder und natürlich auch sozusagen Terrain bzw. Aerial Imagery, was man unten rechts in der Ecke sieht. Und gerade wenn es um den historischen Vergleich oder die Nutzung von historischem Bildmaterial, Satellitenbildmaterial geht, dann kann ich Google Earth natürlich vor allem in solchen Situationen sehr gut nutzen. Also hier sozusagen Vergleiche aufzustellen, wie sich in dem Falle hier, wie sich eine Flut auf die Umgebung oder entwickelt hat und ausgebreitet hat. Das ist Bildmaterial von Digital Globe, einem unserer Dienstleister, der sozusagen Bildmaterial, Satellitenbildmaterial in Google Earth zur Verfügung stellt und sozusagen die Möglichkeit gibt, da diese Vergleiche aufzustellen. Ich
Ich möchte ein Beispiel hier zeigen und ich hoffe, das klappt, wenn ich jetzt aus der Präsentation einmal rausgehe. Und zwar kommt dieses Beispiel von Globo aus Brasilien, die, und das Beispiel ist schon ein bisschen älter, aber die sehr eindrucksvoll gezeigt haben, wie man Google Earth Videos mit Street View verbindet. Und hier ging es natürlich um die Anschläge in Paris und vor allem darum, dem User und dem Leser eine Orientierung zu geben. Das heißt, wo, wo ist etwas passiert, wann ist etwas passiert und das über die Verbindung zwischen Google Earth und Street View. Und ich versuche das jetzt einmal abzuspielen und gehe aus der Präsentation raus und hoffe, dass man das ein wenig sehen kann. Und vor allem, wenn ich jetzt in den Modus gehe. Das heißt, hier wird im Prinzip sowohl die Vogelperspektive genutzt, als auch natürlich die Straßenperspektive. Und die grafischen Elemente wurden natürlich nachträglich dann eingebunden. Aber das gibt mir gerade, in solchen Breaking News Situationen die Möglichkeit, als User sehr schnell zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Und wir haben für Google Earth eine relativ ausgiebige ein ausführliches Tutorial aufgebaut. Das heißt, wie kann ich diese Videos erstellen, wie kann ich vor allem auch einzelne Punkte miteinander verbinden und wie kann ich unterschiedliche Perspektiven miteinander verbinden. Das heißt, zum einen die Vogelperspektive, aber dann zum anderen natürlich auch vielleicht mal die 3D-Perspektive, die sehr nah an ein Gebäude ranzoomt. Und da haben wir über den Link, den man hier sieht, eine sehr ausführliche Tutorial-Anleitung gegeben. Und auch das schicke ich sozusagen in die Runde als Linksammlung. Und natürlich im zweiten Schritt werden wir nochmal eine Session machen, wo wir wirklich auch in einer Live-Demo aufzeigen wollen, wie kann ich eigentlich solche Videos erstellen und wie kann ich vor allem bestimmte Punkte miteinander verbinden und bestimmte Datensets miteinander verbinden. Und dann natürlich auch die Verbindung mit Street View als weiteres visuelles Element. Es gibt natürlich auf der Google News Lab Seite auch den Hinweis, welche Guidelines es gibt, um Google Maps und Google Earth einzubinden. Ob das jetzt in Online-Artikel ist oder in Print-Artikel oder natürlich vor allem auch in TV. Da ist es ganz wichtig, dass man sich das einmal durchliest, um wirklich sicher zu gehen, wie kann ich dieses Kartenmaterial und Bildmaterial einbinden. Das sozusagen an der Stelle erstmal. Ich hatte am Anfang gesagt, wie man uns kontaktieren kann. Es gibt zwei E-Mail-Adressen und natürlich auch den Twitter-Account. Also einmal die NewsLab Support E-Mail-Adresse, die an das gesamte Google NewsLab Team geht. Oder wenn man nicht unbedingt auf Englisch schreiben möchte, dann kann man auch an die Google NewsLab-Dach@google.com E-Mail-Adresse schreiben. Da erreicht man mich und natürlich auch ein paar andere Kollegen. Und das vielleicht erstmal an dieser Stelle. Wie gesagt, Ziel der Digital Academy soll sein, dass wir einige der Tools natürlich basierend auf dieser Einführung heute und der kurzen Vorstellung uns näher anschauen und vor allem natürlich dann auch einige Demos vielleicht über diese Möglichkeit entwickeln bzw. einige Geschichten miteinander entwickeln. Ganz grundsätzlich, wie gesagt, das Google News Lab Team hat die drei Bereiche im Fokus, also Training, Weiterbildung, Google Trends als datenjournalistischer Fokus und die Programme. Und da ist, wie gesagt, die Google News Lab Seite unter g.co/newslab die wichtigste Ressource und die beste Ressource, um sich zum einen all die möglichen Tutorials anzuschauen, also 45 Tutorials zu den unterschiedlichen Themen, bei denen wir vor allem jetzt gerade einen Fokus auf das Thema Verifizierung gelegt haben, also wo wir uns angeschaut haben, welche Tools
sind relevant, wenn es um die Verifizierung von Inhalten geht, ob das YouTube-Videos sind oder ob das Social-Media-Beiträge sind. Und natürlich auch Best Practices, das heißt, welche Tools wurden von Redaktionen schon eingesetzt, wie wurden die Tools eingesetzt. Für die, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, wir haben auch einen Medium-Account seit einer Woche, wo wir vor allem über bestimmte Neuerungen sprechen wollen, über Trends sprechen wollen, über VR sprechen wollen und aber natürlich auch die Arbeit von unseren Partnern und vor allem den Organisationen, die sich mit Innovation im Journalismus auseinandersetzen, wo wir diese Arbeit natürlich auch highlighten bzw. in den Vordergrund stellen wollen. Das erstmal an der Stelle und vielleicht jetzt noch zwei Fragen, die ich beantworten kann. Genau, die eine hast du ja schon notiert, ne, wo es nochmal vertiefte Informationen zu den Zahlen zu Google Trends geht. Und da kam noch eine andere Frage auch in die Richtung, ob man auch die absoluten Zahlen erfahren könnte. Das geht ja in eine ähnliche Richtung. Genau, also absolute Zahlen erfährt man über die Google Trends-Seite nicht, aber gerne mich über die angegebene E-Mail-Adresse anschreiben. Wir haben, wie gesagt, die Indexierung als grundlegenden Faktor. Und was wir natürlich gesehen haben letzte Woche, sind diese Spikes, also diese Höhepunkte in der oder diese Ausweifung in der Google Trends-Suche beziehungsweise in der Google-Suche. Und die sind natürlich auf die gesamte Suche bezogen. Das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt wird zu einem Thema, vielleicht sogar auch noch in einer bestimmten Region, gerade sehr stark danach gesucht. Deswegen sieht man diese Höhepunkte, die ich auch in der ersten Grafik angezeigt habe, zu Sepp Blatter, wo man im Prinzip wie eine EKG-Kurve das ablesen konnte. Okay, danke. Gab es? Ja. Genau, eine Frage, die bezieht sich eigentlich eher noch so auf den ersten Block, aber auch ganz interessant, wurde hier nochmal nachgefragt, ob es eine Übersicht gibt der Projekte, die im Rahmen der DNI gefördert werden. Und da Christian De Vries schrieb das und hatte sich da wohl umgeschaut und ist da letztendlich auch angekündigt geworden. Genau, vielleicht magst du dazu nochmal was sagen. Genau. Gute Frage. Es gibt auf der Digital News Initiative Seite, da kann ich vielleicht noch mal einmal in die Präsentation zurückgehen. Und zwar, Moment, auf dieser Seite hier, Moment, auf dieser Seite, gibt es die zu den unterschiedlichsten Bereichen der Digital News Initiative, also zur Produktentwicklung, zu Training und Forschung und zum Innovationsfonds, weiterführende Informationen, vor allem zum Innovationsfonds, gibt es auch eine Übersicht derjenigen, die in der ersten Runde gefördert worden sind. Also da müsste man das eigentlich einsehen können. Okay, nee, danke. Sonst hatten wir keine weiteren Fragen. Wäre jetzt die letzte Chance für die Teilnehmer, wenn noch dringende Fragen sind, die jetzt hier noch eben im Chat loszuwerden. Ansonsten gerne auch mir schreiben und wie gesagt, ich schicke eine Zusammenfassung mit Links und mit weiteren Hinweisen dann an dich, Anna-Maria, und du würdest das dann wahrscheinlich auch an die Teilnehmenden einmal weiterleiten. Okay, ja, Fragen haben wir jetzt nicht mehr bekommen, dann bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich für deine hochinteressante und tolle Präsentation und ja, allen Teilnehmern danke ich für ihr Interesse. Und genau, würde mich an der Stelle dann verabschieden und wir machen das weiter und vertiefen dann nochmal einzelne Tools und eine kleine Sommerpause, denke ich, machen wir, aber informieren da eben in Kürze darüber, unsere BGV-Kanäle und eure auch, was die nächsten Themen sind, die wir dann einsteigen.
Ich habe auch zu danken und ich freue mich sozusagen auf die nächsten Sessions, vor allem wenn wir dann uns die einzelnen Tools genauer in einer Stunde oder anderthalb anschauen können und gemeinsam mit euch dann mit Ihnen da tiefer einsteigen können. Okay. Bis dann, eine schöne Sommerpause an alle, würde ich sagen. Dem schließe ich mich und, an. Genau, und ich freue mich auf Feedback und weitere Fragen, sollten die vielleicht auch erst in den nächsten 10 Minuten kommen. Dann kann man mich natürlich auch direkt erreichen. Prima, vielen Dank, Eva. Dankeschön. Jo, bis dann. Tschüss.